Hallo, ich heiße Schweinchen und in diesem Video zeige ich dir, was ein OTG-Kabel ist, wie es funktioniert und wie man es ganz einfach selbst bauen kann. Hier seht ihr den Unterschied zwischen einem normalen USB-Kabel und einem OTG-Kabel. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass beim OTG-Kabel der vierte und der fünfte Pin, also der Sense-Pin und der Ground-Pin, verbunden sind. Da die meisten aber sicherlich nicht wissen, was so ein OTG-Kabel überhaupt ist, erkläre ich das mal kurz. Und zwar ist es ein Kabel, das ihr mit der einen Seite in euer Handy steckt und an dem ihr an der anderen Seite eine USB-Buchse habt, um eben USB-Geräte anschließen zu können. Es ist also kinderleicht, sich so ein Ding selbst zu basteln. Und wie das Ganze verbunden wird, zeige ich euch jetzt mal kurz. Also nehme ich mir hier meine Skizze und mein Steckbrett. Jetzt stecke ich mir hier meinen Stecker auf die eine Seite. Dann stecke ich mir hier auf die andere Seite die USB-Buchse. Und jetzt muss das Ganze nur noch, wie in der Abbildung zu sehen, verbunden werden. Also Pin 1 zu Pin 1, Pin 2 zu Pin 2, Pin 3 zu Pin 3 und jetzt der einzige Unterschied, Pin 5 vom Stecker zum Pin 4 der Buchse. Jetzt noch den Sense-Pin mit Ground verbinden und schon ist der OTG-Adapter einsatzbereit. Ich kann ihn an mein Handy anschließen. Nochmal ganz kurz zwischendurch für das bessere Verständnis. Das Handy bemerkt, dass der Sense-Pin mit dem Ground-Pin verbunden ist und aktiviert deswegen den OTG-Modus. Ich kann ihn an mein Handy anschließen und zum Beispiel eine USB-Maus anstecken. Und wie wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen können, ist hier jetzt ein Mauszeiger und mit dem kann ich auch Seiten umwischen, Sachen drücken und mit der Maus kann ich mein Handy bedienen wie mit meinem Finger. Den USB-Hub habe ich mir auch nicht ohne Grund gekauft. Den stecken wir jetzt auch hier an und wir sehen erst an. An den schließen wir jetzt einmal die Maus an. Als nächstes hier noch eine USB-Tastatur. Zuletzt noch ein USB-Stick. Ach du Scheiße, jetzt sind mir hier nicht ernsthaft die Kabel abgegangen. Da sieht man, wie gut billig Ware verlötet ist. So, jetzt ist es wieder ganz und ich habe das Ganze auch gleich beschriftet, damit es dann einfacher wird, wieder zusammen zu puzzeln. Und ich starte mal schnell die Bildschirmaufnahme, damit ihr das Ganze besser sehen könnt. Die Tastatur funktioniert auch. Wir können hier lauter, leiser machen. Wir können sogar diese Funktionstasten hier oben nutzen, wie Haus zurück zur Startseite. Dann den Mond, um den Bildschirm auszumachen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil dann die Aufnahme abbricht. Und dann zum Beispiel hier Musik wiedergeben. Musik leiser machen. Musik stumm schalten. Oder zum letzten Lied oder zum nächsten. Und die Hauptfunktion einer Tastatur, also Schreiben, funktioniert natürlich auch. Und jetzt schließen wir zuletzt noch den USB-Stick an. Und an dem Blinken, was man hier so am Bildschirmrand erahnen kann, sehen wir, dass er gelesen wird. Da können wir jetzt hier natürlich auch drauf zugreifen. Und wir sehen hier die ganzen Dateien und in einem normalen Datei-Explorer wird das USB-Speichergerät dann hier auch noch angezeigt. Soweit so gut, das funktioniert alles schon mal ganz gut. Das Problem ist, wenn wir den USB-Hub hier am Handy angeschlossen haben, können wir unser Handy nicht mehr laden und dafür gibt es auch eine Möglichkeit. Und zwar brauchen wir dafür eine externe Stromquelle mit 5 Volt und wir brauchen noch einen 100 Kilo-Ohm Widerstand, den wir zwischen dem Ground und dem Sense-Pin am Handy schalten. 100 Kilo-Ohm habe ich aber jetzt nicht da, dafür nehme ich 10 Kilo-Ohm Widerstände. So, jetzt habe ich hier die Widerstände in Reihe geschaltet. Für alle, die sich fragen, warum ich so viele 10 Kilo-Ohm Widerstände habe, ich finde den Mengenrabatt von Konrad.de so toll und habe mir deswegen hier gleich 100 bestellt. Dann brauchen wir jetzt noch eine 5 Volt Stromquelle. Hier durch meinen Arduino vom Laptop aus. Jetzt nehmen wir die Verbindung hier von vorhin wieder raus, sodass der Sense-Pin nur noch durch den Widerstand mit dem Ground-Pin verbunden ist. Und jetzt können wir die 5 Volt einfach hier dazulegen. Ground in Ground. 5 Volt in 5 Volt. Und da sehen wir, ist der USB-Hub schon wieder an. Jetzt stecken wir hier noch das Handy dazu. Und uns wird hier oben, ich hoffe man sieht das, der wird geladen Blitz angezeigt. So können wir dann also den USB-Hub über den OTG-Adapter nutzen und währenddessen unser Handy laden. Um zwischen dem Ganzen hin und her zu schalten, habe ich hier so einen Schalter und um den anzuschließen, habe ich hier schon einen Schaltplan skizziert. Den testen wir dann aber beim nächsten Mal, weil ich habe mit meinem Handy noch einiges vor und möchte deswegen daraus eine Videoreihe machen. Wann die nächsten Videos kommen, hängt von meiner Zeit und meiner Lust ab. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.